Kräftigen Applaus für den Tisch. Und für diesen Tisch kräftigen Applaus für Bilbo Beutlin aus der Hobbit. In einer Höhle der Erde, da lebte ein Hobbit. Nicht ein nasses Loch, das nach Schlamm und Moder roch. Es war eine Hobbithöhle und das bedeutete Behaglichkeit. Dieser Hobbit war ein sehr wohlhabender Hobbit und sein Name war Beutlin. Bilbo Beutlin. Die Beutlins hatten seit unendlichen Zeiten in der Nachbarschaft des Berges gelebt und galten als außerordentlich ehrbar. Nicht nur, weil die meisten der Beutlins reich waren, sondern auch, weil sie noch nie etwas Unvorhergesehenes getan hatten. Dies ist jedoch die Geschichte eines Beutlins, der dennoch etwas ganz Außergewöhnliches tat. An einem Morgen vor langer Zeit, da ereignete sich ein merkwürdiger Zufall. Der graue Zauberer Gandalf kam nach Ornwald. Er war ein Freund von Bilbos Großvater, dem alten Tuck, doch war er nach dessen Tod schon viele Jahre nicht mehr im Ornwald gewesen, sodass er beinahe vergessen worden ist. Er war mit Thorin Eichenschild und 12 weiteren Zwergen auf der Suche nach einem Meisterdieb. Mit seiner Hilfe würden sie den Ehrenbogen von Drachensmaul zurückgewinnen. Bilbo lebte ab. Schließlich war er ein Hobbit und ein Beutlin dazu. Doch als die Zwerge ihn schon wieder verlassen hatten, da kamen Zweifel. War er nicht als Junge bis zur Dämmerung durch die Wälder gestreift auf der Suche nach Elben, wollte er nicht schon immer mehr sehen als die flachen Hügel des Auenlandes? Und so tat er etwas vollkommen Unerwartetes. Er packte seine Sachen, schulterte seinen Rucksack und war nach eigenen Schrittes auf. Ich bin schon zu spät!